Willkommen zu einer neuen Folge Interview mit einem Imker. Wir haben heute Franzi zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Franzi, der Podcast geht eigentlich immer darum, dass wir Leute haben, die mit Bienen Geld verdienen. Und du bist noch sehr, sehr jung, hast aber schon eine Karriere, die quasi auf Bienen beruht und hast einen Job, der viel mit Bienen zu tun hat. Und es würde mich freuen, wenn du uns heute ein bisschen was darüber erzählst, wie du dazu gekommen bist, was du machst und wir ein bisschen über deine Imkerei quatschen können. Ja, gerne. Soll ich von ganz vorne anfangen Ja, oder? das wäre total cool. Na gut. Ich habe Agrarwissenschaften studiert an der Universität in Hohenheim in Stuttgart. Und dort gab es das sogenannte Bienenmodul. Also das war ein vierwöchiger Kurs an der Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim. Und da wurde so alles über die Biologie der Honigbiene, über die Zucht, über die praktische Imkerei einmal durchs Jahr, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt, Pflanzenschutzmittel und Varroa natürlich war ein großes Thema, Bienenkrankheiten. Das wurde alles abgehandelt. Also man kann sich das vorstellen wie so ein richtiger Intensivkurs. Also nicht nur Anfängerkurs, sondern schon noch ein bisschen auch auf wissenschaftlichem Niveau. Und dort hatte ich dann zum ersten Mal, ich erinnere mich noch genau, das war so ein kalter Tag im Mai, also es war so ein bisschen nieselig und das war die erste Vorlesung. Erst ging es ein bisschen um Theorie und danach sind wir eben dann wirklich zu den Bienenständen gegangen. Und Dr. Peter Rosenkranz hat dann ein Volk geöffnet und hat dann eine Wabe rumgereicht. Und ich bekam dann irgendwann diese Wabe und das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt so im Kontakt mit Bienen war. Und das ging so, da ging so eine unglaubliche Wärme von ab und auch so dieser Duft von dem Honig, da war frischer Nektar eingetragen und von dem Wachs und die Bienen waren ganz ruhig und ich hatte das dann so, ich habe noch ein Foto davon und irgendwie war es da um mich geschehen und ich wusste, okay, das lässt mich wahrscheinlich nicht mehr so los. Und dann gingen so ein paar Tage vorbei und ich saß dann eine Woche später ungefähr wieder in der Vorlesung von diesem Bienenmodul und mein Handy klingelte. Dann bin ich rausgegangen, mein Vater war dran und sagte, hey Franzi, da hängt ein Bienenschwarm am Baum, du lernst das doch gerade, was mache ich denn jetzt? Und ich war dann auch so völlig perplex, okay, cool, ja, mein Vater wohnt in Sigmaringen, das ist so, sind so 100 Kilometer entfernt von Stuttgart. Ich konnte jetzt auch nicht mal eben hinfahren. Wir haben ihn dann dirigiert. Ich habe gesagt, er muss erst mal rausfinden, wo der Schwarm hingehört. Das hat sich ziemlich schnell geklärt. Der Imker war gefunden und der war aber auch schon so ein bisschen, ja, älteres Semester und meinte dann, es ist okay, er braucht den Schwarm nicht. Es ist ihm gerade zu viel Mühe. Das mit den Bienen, das ist sowieso alles zu viel. Und ich glaube, so im Nachhinein, mein Vater hat da auch so ein bisschen versucht, mir dieses Volk zu beschaffen, hat ihn vielleicht auch so ein bisschen weich geredet im Nachhinein. Es ist mir, der Gedanke ist mir jetzt erst viel später gekommen, weil er eben auch gemerkt hat, dass ich so ein bisschen angefixt war. Jedenfalls haben die zwei dann den Schwarm eingeschlagen und ich bin dann, es war ein Freitag, nach Hause gefahren. Ich bin sowieso jedes Wochenende nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe dann da diesen Schwarm in der Schwarmkiste gesehen und bin dann gleich am nächsten Tag los zum nächsten Imkerfachhandel. Der war so 45 Minuten entfernt und habe dann dort alles eingekauft, was man dann so braucht und wurde dann auch beraten und sie ist auf jeden Fall braucht ganz dicke, stichfeste Handschuhe, ja, habe ich alles eingepackt. Und so ging es dann los. Und mein Imkerpate, also der dann jetzt eben ja so plötzlich Imkerpate für mich geworden ist, also der eigentlich, dessen Bienen es eigentlich waren, der hat mir dann geholfen, den Schwarm in die Beute einzuschlagen. Und ja, so kam ich zu meinem ersten Volk. So. Das Ganze ging dann weiter. Ich hatte einen ziemlich holprigen Start erstmal und habe mich dann aber so reingefunden und das stand dann die Bachelorarbeit an bei mir im Studium.
Und für mich war klar, es muss irgendwas mit Honigbienen zu tun haben. Ich war damals als studentische Aushilfskraft am Institut für Phytomedizin und habe da mit Raupenmilben gearbeitet, unter anderem. Und dann kam die Idee, ob man nicht die Raupenmilbe gegen die Varroamilbe einsetzen könnte. Und dann waren wir im Austausch, dann wieder mit der Bienenkunde. Die haben uns das Material gestellt, vor allem eben die Varroen, aber auch die Bienen. Und ich habe dann meine Studien dazu durchgeführt. Und das Ganze war dann irgendwann auch abgeschlossen. Und dann ging das weiter mit der Masterarbeit. Und die Masterarbeit wollte ich dann direkt an der Bienenkunde machen. Und ja, ich kann nachher gerne auch noch ins Detail darüber gehen. Ja, Ja. darf ich einmal einhaken? Ich habe irgendwo Ja, gelesen, natürlich. Bin gerade im Flow. alles gut. Aber gerne. Aber gerne. Ich hab irgendwo Ja. gelesen, dass ihr den Versuch abgebrochen habt, weil ihr Angst hattet, das in der Praxis zu machen. Also, dass irgendwann, dass die Mit der Raupenmilben, Raupenmilbe? ja. Ja. Der Versuch, also wir können gerne das ein bisschen ausführlicher Ja, erzähl thematisieren. gerne. Sah so aus, dass wir erstmal im Labor nur geschaut haben. Also man muss sich vorstellen, diese Raupenmilbe wird eingesetzt im Gewächshaus gegen die weiße Fliege und die Tripse. Und man weiß, dass die, wir nennen sie so die Schweinemilbe, diese Allesfresser, ne? Die kann sich von pflanzlicher Nahrung ernähren, aber eben auch von tierischer Nahrung. Und wir hatten so ein bisschen Sorge auch, weil man noch nicht so genau weiß, was alles in ihr Beutespektrum gehört. Daher haben wir erstmal nur Laborversuche gemacht. Meine damalige Betreuerin hat gemeint, sie hätte das schon mal ausprobiert. Also das Ganze war auch nicht neu. Das hatte schon mal ein Student vor mir angefangen, ein, zwei Jahre vor mir, hat das aber abgebrochen. Das war ein Auslandsstudent, der ist wieder nach Hause und das wurde nie zu Ende geführt. Und die hatte gemeint, sie hätte schon mal getestet im Labor, ob man die Milbe, die ist deutlich kleiner, die ist vielleicht nur ein Drittel von so einer ausgewachsenen, von einem ausgewachsenen Varroa-Weibchen, dass die Milbe es nicht schafft, gegen das Weibchen anzukommen. Daher haben wir erstmal die kleineren Stadien getestet. Also vom Ei, Protonymphe, Deutochrysalis, so das alles durch. Männchen auch. Also das heißt, wir haben der Milbe im Labor, die befanden sich auf so kleinen Platten in so Plastikschalen. Das Ganze war so halb im Wasser gestanden, dass sie so über Watte auch immer was zu trinken hatten. Und darum warum war Raupenleim, dass sie nicht abhauen konnten. Und das Ganze im Wärmeschrank. Also die mögen auch so 25 bis 30 Grad, was ja gut passen würde zu den Bienen. So war der Gedanke. Und dort haben wir dann in diesem Wärmeschrank eben die verschiedenen Stadien, die verschiedenen Entwicklungsstadien angeboten und erstmal geschaut, ob die Milbe überhaupt diese Varroa-Stadien attackiert, ob sie sich für interessiert und später auch, ob sie sich von diesen ernähren kann. Also dann auch geschaut, ob sie sich darauf entwickeln kann vom Ei bis zur adulten Milbe, ob sie sich fortpflanzen kann mit dieser Nahrung. Und das Ganze haben wir natürlich auch gemacht in puncto ökologisches Risiko in diese Richtung, dass wir Bieneneier angeboten haben, weil die auch sehr attraktiv sind. Wir haben auch Bienenbrot angeboten, um zu schauen, ob die Milbe sich, falls jetzt gerade keine Varroen vorhanden sind, weiterhin im Volk, ob sie überlebensfähig ist. Es kam raus, dass sie Bieneneier sehr gerne mag und dass sie sich mit Bieneneiern sehr gut entwickeln kann, dass sie Bienenbrot nicht so gerne mag. Also das war wohl die Konsistenz. Du musst dir vorstellen, die werden tatsächlich mit Pollen gezüchtet, also ernährt. Also wenn man die so züchtet im Labor, bekommen die Pollen. Und das war immer unsere Kontrolle. Die hat immer persische Eiche bekommen als Pollen. Da mussten wir dann in den botanischen Garten rausgehen und den sammeln, wenn das gerade geblüht hat. Und das war immer so unser Kontrollwert. Und das Bienenei war teilweise besser als dieser persische Pollen. Und ja, Ende vom Lied war einfach, ja, sie kann die Entwicklungsstadien angreifen. Sie kann
sich auch davon ernähren. Sie nimmt aber auch gerne die Eier, die Bieneneier, und stellt ja dann somit wieder ein Risiko dar, weil das ist ja nicht eigentlich das Beutespektrum, was wir uns wünschen Nee. für sie. Ja, das Ja. waren so die Ergebnisse von diesem Ja. Versuch. Wir haben das dann nicht weiterverfolgt. Wir haben überlegt, ob wir einen Zeltversuch machen. Also das so richtig, man kann ja auch die Brutzellen öffnen und Varroen reinmachen, also da wirklich gezielt infizieren. Das haben wir auch schon öfters in anderen Versuchen gemacht. Man hätte ja auch wieder mit einem Skalpell da vorsichtig die Zellen öffnen können, um dann auch die Milben reinzusetzen. Das war eben auch die Frage, geht sie überhaupt rein in die Zelle? Bleibt sie dann dort auch vor Ort? Fühlt sie sich da überhaupt wohl? Und da waren die Überlegungen, wollen wir das? Nachher haben wir uns dann noch einen Schädling gezüchtet. Und Absolut. ja, Wie? Überlegungen mit Zeltversuchen oder Gewächshäusern, das geht mit Hummeln sehr gut. Bienen fliegen gerne irgendwo in die Ecke, die wollen raus. Also das Ja. funktioniert, wenn Phacelia drin blüht oder Raps, keine Ahnung, wenn was vorhanden ist, aber sonst fühlen die sich da nicht so wohl. Ja, also daher gab es eben nur, in Anführungszeichen, nur diesen Laborversuch. Okay. Ja, Bieneneier wehren sich nicht so gut, ne? Das ist, Nee. wenn du als Raubmilbe die Wahl hast, dir eine Varroa zu schnappen Ja. oder das Ei, was da so liegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es über kurz Was wir oder auch über lang. getestet haben, wir haben auch frisch geschlüpfte Jungbienen genommen und denen die Milben gezielt aufgesetzt. Also erstmal wollten wir, dass die so in Kontakt kommen, da ist aber nichts passiert. Wir hatten die so in der Petrischale, haben die Milben dazu gesetzt, aber haben sich nicht für interessiert. Und dann haben wir die Milbe gezielt, also die Raubmilbe, ja, das war die Ambrosius swirsci, die gezielt auf den Bienenkörper draufgesetzt. Und das war schon wirklich interessant zu sehen. Die Bienen haben sich wie wild geputzt. Also die haben die Milbe auch zerquetscht. Die haben nicht so einen starken Chitinpanzer. Die haben die wirklich eigentlich leicht runterbekommen. Es gab aber so eine Stelle so zwischen Thorax und Abdomen, da kam sie nicht so gut hin. Ja. Und da sind die Milben dann auch drauf geblieben. Aber ich denke, dass die Bienen mit der gut klarkommen würden. Aber die Eier, wie gesagt, ja, können sich Ja, nicht wehren. okay. Ja. Und dann hast du deine Masterarbeit gemacht an dem berühmten, viel besprochenen Lithiumchlorid-Versuch. Ja, richtig. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe erstmal ich habe gewechselt als studentische Aushilfskraft von der Phytomedizin zur Bienenkunde und war dann schon so ein bisschen mit drin. Und es war klar, dass ich im nächsten Jahr meine Masterarbeit machen muss. Und da wurde schon so alles, ja, wir haben da was in der Pipeline, aber man kann noch nicht drüber sprechen. Also es war so ein bisschen geheim gehalten. Ich wusste schon, okay, cool, ja, und da können wir uns vorstellen, da könntest du dich dran beteiligen. Und also so zur Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob du weißt es sicher, wie man zu dem Lithiumchlorid kam. Da gab es Ja. diese Studie in Israel. Die wollten ja eigentlich mittels der RNA-Interferenz, also mit dem Verfahren, wo man gezielt Gene abschalten kann. Also da gab es eben Studien zu und das hat auch funktioniert, dass die eben doppelsträngige RNA über die Biene, also indem sie das in das Bienenfutter reingemacht haben, in den Zuckersirup, an die Milbe letztendlich gelangen sind und dort eben gezielt die Erbinformation so verändert haben, dass Gene ausgeschaltet wurden, so dass die Milbe gestorben ist. Also so der Gedanke war dahinter, ja. Und man hat dann, also die Studie gab es, ne, die war 2012, wurde das in Jerusalem durchgeführt. Und dann gab es jemanden, einen Imker aus Bayern, der ein Biotechnologieunternehmen hat, der so gedacht hat, hey, der wollte das Ganze nochmal anstoßen, das ist ja super interessant und ich bin Imker und ich habe Probleme damit und der kannte sich aus mit dem Thema, der tritt dann eben an die, oder trat an die Bienenkunde ran und
wollte dort mit denen gemeinsam dieses Projekt starten. Und dann gab es erste Vorversuche dahingehend und das Ganze wurde, also was sie in Israel schon mal gemacht haben, wurde natürlich wiederholt. Und es wurde aber anstatt der Kontrolle, also in der Originalstudie, war die Kontrolle so, dass Zuckersirup gefüttert worden ist. Und die Kontrolle in Hohenheim sah dann anders aus. Die haben unspezifische Gensequenzen im Zuckersirup angeboten, die eigentlich nichts hätten auslösen dürfen bei der Milbe. War aber so. Und dann kam man drauf, okay, was könnte da drin sein? Und das Ganze, die RNA wird gefällt mit hochkonzentriertem Lithiumchlorid. Und man ging dann davon aus, wer es letztendlich war, weiß keiner mehr. Irgendeiner aus dem Team ist darauf gekommen, ob es nicht das Lithiumchlorid sein könnte. Und man ging eben davon aus, dass da noch gewisse Rückstände bei dem Auswaschen mit drin gewesen sein könnten. Ja, und dann hat man eben das Lithiumchlorid getestet. Das waren so die Vorversuche. An denen war ich noch gar nicht beteiligt, weil das war vor meiner Zeit. Aber mein Mann war daran beteiligt. Und dann sollte das Ganze neu aufgerollt werden. Man hat eben nach Geldgebern gesucht und jemanden gefunden, der das unterstützt. Das war die Bayerische Forschungsstiftung. Und man wollte dann nochmal erstmal Käfigversuche durchführen. Also ich zusammen mit einer anderen Masterstudentin, wir haben uns dann hingesetzt und verschiedene Konzentrationen an Lithiumchlorid in so kleinen Käfige war das nicht. Das waren so wie so Tupperdosen, wo man oben ein Loch reingemacht hat und mit einer Spritze dann den Sirup gefüttert hat und man hatte so eine kleine Leiste, eine Holzleiste mit integriert und da war so ein Stückchen Wachsmittelwand, wo die Bienen dann so bauen konnten. Und wir sind dann vorher an die Völker rausgefahren, um uns die Varroen zu sammeln. Mittels der Puderzuckermethode haben wir uns die da rausgeschüttelt und die dann da reingesetzt. Und über, also die Tupperdosen waren unten offen, da war so ein Feinstrumpf. Und dass man durchsehen konnte. Und dann hat man eben geschaut, wie viele Milben dann täglich runtergefallen sind. Und das war super vielversprechend. Also man hatte keine Auswirkungen auf die adulten Bienen. Die Lebensdauer war genau gleich wie beim Zuckersirup und im Wirkungsgrad von ja, fast 100%. Wahnsinn. Genau. Und ja, dann ging so die Zeit vorbei und wir haben so 4 bis 6 Wochen diese Käfigversuche gemacht und es war klar, dass es noch ins Freiland gehen sollte und es war aber immer noch nicht klar, wie das so mit der Aufteilung ist mit der Masterarbeit zu dem Zeitpunkt. Und dann irgendwann hieß es, ja, die Käfigversuche soll meine Kollegin, die damals auch eben ihre Masterarbeit geschrieben hat, weiterführen, noch mal mehr Wiederholungen machen und ich soll ins Freiland gehen, weil ich eben schon so ein bisschen imkerliche Erfahrung hatte. Und dann haben wir einen Mini-Plus-Versuch durchgeführt. Das heißt, wir haben 25 Mini-Plus-Völker erstellt, wir haben Kunstschwarm gemacht und die möglichst eben gleich stark gebildet mit Geschwisterköniginnen. Haben die erstmal, ja, die Königin mussten erstmal begattet werden und wir haben die erstmal so ein bisschen aufgepäppelt mit Futterteig, bis sie dann alle so weit waren und dann random verteilt, verschiedene Konzentrationen, Kontrolle. Und dann haben wir uns natürlich den Milbenfall angeschaut und der war auch bei der höheren Konzentration lag der, glaube ich, 87%, also nicht ganz so hoch, wie wir uns vorgestellt hatten, aber war okay. Und natürlich haben wir uns auch angeschaut, wie so der Bienentotenfall aussieht und haben auch dann festgestellt, dass sie teilweise die Brut ausgeräumt haben. Und dann haben wir uns eben auch so ein bisschen rangewagt an eine Brutbonitour, haben wir aber jetzt in dem Fall nur bei einem Volk gemacht, weil es vorher noch nicht so geplant war, weil wir eigentlich dachten, das hat vielleicht keine Auswirkungen, nachdem es alles so vielversprechend aussah. Und das sah dann so aus, dass ich eine Wabe genommen habe, auf der Eier waren und habe dann so eine Klarsichtfolie drüber gelegt und diese Zellen, wo Eier drin waren, markiert und dann eben alle paar Tage wieder diese Folie drüber gelegt und geschaut, ist das Ei noch da, beziehungsweise die Larve oder wurde sie ausgeräumt. Und ja, und je höher die Konzentration war, desto mehr wurde ausgeräumt. Und bei der höchsten Konzentration war keine Brut mehr da, die war komplett
weg. Ah, okay. Das war natürlich erstmal so, ja, deprimierend. Glaube ich. Gab so ein bisschen Dämpfer und meine Mini-Plus-Versuche waren dann auch soweit durch irgendwann und eigentlich war auch nicht geplant, dass das weitergeht, aber man hat ja auch immer nur für eine gewisse Zeit dieses Projekt finanziert. Das war in dem Fall auch nur 2 Jahre. Wir wollten so viel wie möglich noch im ersten Jahr mit reinpacken. Das heißt, da kam dann noch was dazu, dass dann plötzlich die Idee entstand, also was ich auch sagen muss, wir hatten so ein bisschen das Problem, also es gibt natürlich im Nachhinein viel Methodenkritik, ne? Also im Nachhinein kann man ja alles vieles besser machen. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir zu Linde das Ganze durchgeführt haben, als die Linde geblüht hat und die dann irgendwann das Futter nicht mehr abnehmen wollten, sondern natürlich in die Linde flogen. Solche Sachen. Und irgendwann wurde es August und dann hieß es dann, ja, also es war dann schon recht spät im Jahr, man könnte doch jetzt noch einen Larventest im Labor machen. An einem anderen Institut in Hohenheim, die haben sowas schon gemacht, da ging es um was anderes, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, aber die haben Bienenlarven im künstlichen Futtersaft aufgezogen. Und wir haben uns so vorgestellt, weil wir eben gesehen haben, dass die Larve schon in einem recht frühen Stadium abstirbt und beziehungsweise ausgeräumt wurde. Da wollten wir halt das dahingehend nochmal im Labor uns genauer betrachten und haben uns eben vorgestellt, dass wir ja, Lithiumchlorid dem künstlichen Futtersaft zugeben in verschiedenen Konzentrationen, auch so ein bisschen geringere Konzentration und zu so schauen, ab wann das wirklich wirkt. Und sah dann so aus, dass ich eine Petrischale hatte. Da wurde dann einfach ein Klecks Futtersaft reingegeben und da wurde dann, ich habe die dann da rein umgelarvt, die frisch geschlüpften Larven. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie umgelarvt. Das ist auch wieder so Kritik hinterher. Ja, ich musste das erstmal üben. Ich habe erstmal so ein paar Versuchsdurchgänge gemacht. Irgendwann habe ich mich mit dem Handling so vertraut gefühlt, dass ich das dann gewagt habe. Und auch da kam raus, dass schon bei den geringeren Konzentrationen die Larven gestorben sind, sich nicht weiterentwickelt haben. Und bei der Kontrolle haben sich immerhin 38% zu einer adulten Biene entwickelt, unter anderem auch zu einer Königin, fand ich sehr interessant. Ja, also es. Also die anderen, beziehungsweise die Methodik ist beschrieben in der Literatur und da schafft man so um die 67%. Also das von den Larven, die man hochzieht, dass die dann auch wirklich zur adulten Biene sich entwickeln im Labor. Und da war ich mit meinen 38% doch schon Fürs sehr erste Mal sehr stolz. gut, ja. Das erste Mal sehr gut, genau. Also man hat schon einen Unterschied gesehen. Die Pressestelle von der Uni hat dann eben natürlich auch rausgebracht, so hier, wow, mega Durchbruch. Und die Imker haben das gelesen. Das Ganze ist sehr unglücklich verlaufen. Das war Okay. im Januar 2018. Und das ist dann so nach hinten losgegangen, dass die dann wirklich Anrufe bekommen haben von Imkern, die das sofort anwenden wollten, die sofort Ja, wissen klar. wollten, was bedeutet Millimol, wie rechne ich das um, also das kannst du dir nicht vorstellen, die haben das gemacht, ja, wir mussten dann, also ich sage immer wir, ich war damals noch angestellt dort, wirklich nochmal eine Mitteilung rausbringen, also davor warnen, wirklich eine Warnung rausbringen, das ist kein zugelassenes Mittel, es ist noch nicht praxisreif. Passt auf, die aufmerksamen Imker, die sich wirklich damit mehr beschäftigt haben, die so ein bisschen kritisch das hinterfragt haben, da waren ja Leute dabei, gibt es ja jetzt noch YouTube-Videos darüber, die wirklich die Studie auseinandergepflückt haben. Und die haben Okay. dann auch irgendwo noch die Patentschrift entdeckt, weil auf das Ganze wurde ja auch ein Patent angemeldet. Du kannst so auf ein chemisches Element ja eigentlich, kannst du nicht patentieren lassen, aber du kannst zumindest die Die Applikation, Dosierung, ja. das Verfahren, die Applikation, sowas, ja. Und in dieser Patentschrift, irgendwo im Kleingedruckten, wurde mein Larventest erwähnt, dass es Auswirkungen hat auf die Brut. Das musste man mit reinnehmen für das Patent, eben die Nebenwirkungen, Risiken und so weiter. Und das fand man irgendwo online und
Die Imker haben das gefunden. Zum Glück bin ich froh, weil es ja so in der Publikation irgendwo stand. Aber es war auch von Anfang an klar, dass noch mehr Veröffentlichungen, also dass noch mehr publiziert werden soll und dass dann auch die Freilandversuche und die Brutversuche und so mit reinkommen. Ja, genau. Also das Projekt ist dann irgendwann natürlich ausgelaufen. Dann hat man aber einen neuen Finanzierer gefunden. Das nennt sich jetzt Easy Life. Das läuft seit 2019. Easy, da ist das E und A groß geschrieben, Entwicklung, Applikationsverfahren irgendwie so. Also man wollte eben jetzt genauer darauf eingehen, wie man die Applikation voranbringen kann im brutfreien Zustand. Es wurden nochmal Mini-Plus-Versuche gemacht. Es wurde jetzt nochmal genauer die Brut sich angeschaut. Man hat das Ganze auch geträufelt, um so ein bisschen nachzuahmen, ob man es im Winter einsetzen kann. Man hat Kunstschwärme gemacht. Man hat nochmal den Larventest im Labor gemacht. Genau, aber es kam so im Großen und Ganzen das gleich raus, was man eigentlich schon wusste. Aber er versucht jetzt eben daran zu forschen, inwieweit ja, man das weiterentwickeln kann. Wahnsinn, ne? Das Applikationsverfahren wird, bis man dann. Also ich denke, das wird noch weitergehen. Das ist ja so schon sehr vielversprechend. Man hat auch herausgefunden, es ist vor allem das Lithium, also nicht das Chlorid. Das hatten wir auch getestet. Wir hatten Natriumchlorid dann ausprobiert. Es ist das Lithium. Es gibt sogar eine Verbindung, die noch besser wirkt. Lithiumcitrat. Okay, ja. Ja. Und ja, jetzt warten wir mal ab. Sind wir mal Ach, cool. gespannt. Ja. Ja. Boah, das ist total interessant. Vielen Dank für das Update. Das ist, Ja, gerne. also mir ist es nicht so bewusst gewesen, ne? Für mich war das, Okay. ich habe es gelesen, wie du schon sagtest, ne? Der Hype ging Ja. dann los und von wegen, da ist das Ja. Große, es ist am Horizont, ein Ende ist in Sicht und so. Und wenn das funktioniert, nun, dann habe ich nie wieder mehr was davon gehört. So, dann wurde es so. Ne? Ja, Cool. also es sind natürlich jetzt auch andere drauf angesprungen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich das mal bei Google Scholar eingegeben, in Ungarn, Serbien, Slowenien, da wurden auch Versuche jetzt gemacht. Da ging es eher so um die Rückstände natürlich. Im Wachs ist es wasserlöslich, da ist es nicht so das Problem, aber im Honig und ja, inwieweit das gefährlich sein könnte für den Menschen. Das ist ja ein Antidepressiva, so wird eingesetzt in der Medizin. Und ja, Rückstände im Bienenbrot, sowas wurde da Gott, ja. untersucht. Ja, ja. Ja. Ja, umso wichtiger nochmal zu sagen, dass das niemand selbstständig, Nee, ne? also ich werde das an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil Ja. es gibt diese Imker, die das, ich bin mir auch sicher, irgendjemand hat es gemacht. Ach, bestimmt, ja. Ich habe jetzt auch ein Video gefunden, von einem US-Amerikaner, der das gemacht hat. Und also das auch, ne, auf YouTube gezeigt hat. Ne? Also gut, in Amerika, das ist sowieso alles möglich. Aber Ja. ja, also bitte, bitte, macht das nicht. Sehr gut, ja. wartet, bis zur Praxisreife entwickelt wurde und Ja. bis es zugelassen wurde. Ja, muss Cool. man noch mal sagen an der Stelle. Super, vielen Ja. Dank. Dann hast du, wenn ich richtig informiert bin, hast du während deiner Elternzeit und so weiter noch zwei Studien mit deinem Mann zusammen rausgebracht über Strahlung und über Neonicotinoide? Das war sehr lustig. Wir haben also wir haben untersucht, inwiefern elektromagnetische Strahlen sich auf die Entwicklung von Königinnen auswirken. Und wir haben dann zwei Sammelbrutableger gehabt. Wir vermehren in generell unsere Imkerei über Sammelbrutableger und haben dort unsere Zuchtlatten reingehängt und haben an die eine Zuchtlatte mit Kabelbinder ein Handy drauf gebunden Ja. und dieses Handy mehrmals täglich angerufen. Und siehe da, in diesem Sammelbrutableger sind 40% weniger Königinnen geschlüpft als in dem nicht bestrahlten.
Ja. Boah. Aber die bestrahlten Königinnen haben trotzdem, wurden trotzdem gleich begattet. Also der Begattungserfolg war identisch. Also es scheint den Königinnen Oder es heißt, du zumindest lovest im immer so Ad 40% um. Nee, nee, nee. Also schon in Relation gesehen, ne? Es hat vor allem das Puppenstadium. Also die sind im Puppenstadium irgendwo stehen geblieben. Das hat man gesehen, als wir dann die eben nicht geschlüpften Königinnenzellen geöffnet haben. Und aber sobald die dann mal adult war, dann war soweit alles okay. Also ja, wurde dann der Begattungserfolg war gleich. So, und dann hast du deinen YouTube-Kanal gemacht, der Ja, sehr also schon ein erfolgreich bisschen, ist. Verrückt. ja. Das war schon vor, also vor der, das war zeitgleich mit der Strahlungsstudie ungefähr in dem gleichen Jahr. Ja, 2018 war das. Ja, das ist aus der Idee raus entstanden, von meinem Mann. Das kam gar nicht so von mir. Der hatte so die Idee, lass uns doch einfach mal über die Schulter gucken, ne? Wie wäre das denn? Er ist auch Hobbyfotograf, er hat die Ausrüstung schon da, er musste natürlich so hier und da noch ein bisschen was fürs Filmequipment dazu bestellen, aber kannte sich da so aus, wie man das so macht und meinte dann, hey, wie wäre das denn, wenn wir das einfach mal ausprobieren, so ein bisschen just for fun. Natürlich hat er auch so gesehen, es gibt sehr viel Angebot auf YouTube zum Thema Imkerei und es gibt so war unsere Vision war auch die Verbreitung einer guten imkerlichen Praxis und ja, so ein bisschen auch Mehrwert. Also vielleicht Ja. nicht mehr ganz just for fun, sondern wir hatten schon so ein bisschen ein Ziel. Ja, und dann begann das so ganz zaghaft, wie zünde ich einen Smoker an und die Bilder waren noch sehr verwackelt oder wir hatten anfangs noch kein Windschutz fürs Mikro. Und ja, aber so nach und nach wurde es dann besser, auch von der technischen Qualität. Und ich wurde dann auch mutiger, weil so auch so ein Zuspruch kam. Und der Kanal ist unglaublich schnell gewachsen. Ja. Und, ja, wir haben am Anfang natürlich schon so versucht, kontinuierlich fast jede Woche ein neues Video rauszubringen. Irgendwann war das dann auch zu viel. Also so im ersten Jahr waren wir sehr aktiv, im zweiten Jahr dann schon so ein bisschen mehr sporadisch, im dritten Jahr ist eigentlich gar nichts mehr passiert. Also ja, hat dann halt auch den Hintergrund, wir hatten zwar sehr viel Zuspruch, aber es gab natürlich auch Kritik. Es gab Kritik, mit der ich sehr gut umgehen kann. Aber also ich habe mir vorher gar nicht die Frage gestellt, ob ich überhaupt so in der Öffentlichkeit stehen möchte, so vor der Ja. Kamera. Also es ist auch eigentlich überhaupt gar nicht mein Ding. Ja, das wirkt jetzt vielleicht so, aber also hättest du mich irgendwie vor 10 Jahren gefragt, ob ich mal YouTuberin werde, hätte ich gesagt, oh nee, ich und vor der Kamera, nee, bitte, geh weg. Und ja, es kam leider sehr viele unschöne Kommentare, sehr viele sexistische Kommentare. Man wurde so reduziert auf das Aussehen. Ich habe es vielleicht auch Ja. provoziert, ja. Mag sein. Aber weißt du, wenn ein Imker in Short oder Tanktop da steht, da sagt keiner was. Aber bei der Frau ist es dann gleich so, kannst du dir nicht mal was vorher anziehen? Ja, Also ich es hätte ist. mir wirklich an manchen Tagen, ich bin halt einfach so, wie ich an dem Tag angezogen war, an die Bienenstände rausgefahren. Ich hätte mich dann wirklich für die Videos nochmal anziehen, also mehr Umziehen anziehen müssen. müssen, damit, Ja. ja, damit dann so diese Kritiker ruhig gestellt sind. Also mir war es letztendlich auch egal. Und es ging jetzt auch nicht darum, damit mehr Follower zu gewinnen, überhaupt nicht. Ich Nee. habe wirklich, hab so geimpft. Ja, und ich habe halt auch so ohne Schutz geimpft, wenn es möglich war. Natürlich ziehe ich auch meinen Schleier auf, keine Ja. Frage. Aber unsere Bienen sind sehr sanftmütig. Unsere Kinder sind immer dabei bei den Bienenständen. Das war halt auch sehr schwierig. Wir hatten so kaum Betreuung für unsere Tochter. Die war eigentlich immer mit dabei, ist dann auch mal auf einem Video gelandet, was so
Im Nachgang würde ich es nicht nochmal machen, war auch so nicht beabsichtigt, war aber einfach nicht anders machbar. Also Nee, sie glaube ließ ich. sich halt auch nicht, du hast selber Kinder, du weißt, wie es Ja, ist, ja, ja. ließ sich dann nicht schlafen legen, nicht ablegen und wir mussten das dann immer timen. Ich habe dann versucht, irgendwie so eine Hängematte zwischen die Bäume zu hängen, habe sie ins Gras, also habe gestillt und haben dann ins Gras gelegt und dann sofort vor die Kamera versucht, so schnell wie möglich das über die Bühne zu bringen und dann natürlich war sie wach. Ja, so ist das. Verständlich. Aber das ist dann halt auch einfach nur die Realität. Ja, Ja, aber wenn man dann den genau. Anspruch Und hat, das auch irgendwie zu vernünftig zu machen und wenn man dann 3, 4 Videos gemacht hat und die Leute finden es gut und es hilft Leuten irgendwie, die Imkerei irgendwie näher zu bringen, dann möchte man das ja auch weitermachen. Also ist ja nicht so, dass du ja. dich damit, du hast ja einen Master, einen Bachelor, eine gute Ausbildung. Es ist ja Quatsch, du hast ja keine Notwendigkeit, dich irgendwo mit zu profilieren. Nee, Ne? überhaupt nicht. Und ich habe das Ganze dann auch just for fun gemacht. Also es hat dann irgendwann auch Spaß gemacht, weil man sehr viele positive Resonanz bekommen hat. Bekomme ich jetzt noch. Also jetzt Ja. noch nach 2, 3 Jahren. Schreiben Sie mir auf Insta oder eine E-Mail oder und irgendeinen Kommentar. Hey Franzi, ich habe das noch nie gesagt, aber du hast mir damals unglaublich weitergeholfen. Deine Videos waren so gut. Damals als Jungimker oder Jungimkerin habe ich mir die rauf und runter angeschaut und fand das super. Und manche natürlich auch so, oh Mann, jetzt habe ich dich abonniert und es passiert nichts mehr auf dem Kanal. Wo bleiben denn die neuen Videos? Und da muss ich dann sagen, hey, ich hab noch ein Leben, ich habe Familie, ich habe noch ein zweites Kind bekommen, ich habe jetzt einen Job angefangen, es war dann einfach irgendwann zu viel. Ja. Und ging dann auf die Gesundheit und wir haben das dann schleifen lassen. Ja, das stimmt. Der Kanal hätte sehr viel mehr Potenzial, wenn man sich da wirklich dahinter klemmt, aber dafür muss man eben auch die Zeit haben. Und ja. Ist aber auch, glaube ich, du hast ja, wenn ich das so sagen darf, du hast ja die klassische Hohenheimer Pia Aumeier Schule gezeigt. Also da war ja wenig Abweichung vom Mainstream, würde ich jetzt mal sagen, ne? Von der klassischen Ausbildung. Alles Ja. immer sehr gut vorbereitet, wunderbare Bienen, alles toll erklärt und alles gemacht. Ich glaube, erinnerst du dich noch an Marvin, hier BTV 85 oder so, irgendwie sowas. Der hat auch sein Ja, Imkern von, 84 oder so, ja. genau, der hat sein Imkern von Anfang an immer gemacht und er stand dann Ja. irgendwann da und hat immer wieder dasselbe gemacht. Und immer wieder dasselbe und jedes Jahr Exakt. wieder dasselbe. Da ist Exakt. natürlich nicht so einfach, wenn du so einen Ja. strukturierten Kanal hast. Genau. Wir hatten so einmal das komplette Imkerjahr abgedeckt und haben dann so in dem Jahr danach noch das aufgegriffen, was wir vorher noch nicht hatten. Ich habe jetzt auch dieses Jahr noch ein Video zur Honigernte, was wir einfach davor noch nicht produziert hatten. Was jetzt noch fehlt, wäre tatsächlich die Honigbearbeitung. Das hatten wir jetzt noch nie, abfüllen, rühren und so. Ja. Aber ansonsten haben wir alles abgedeckt. Natürlich kommt immer mal wieder irgendwas mit rein. Ich hätte gern noch mal so einen richtig schönen Schwarm fangen. Dieses Jahr hatte ich einer, bin ich zum Nachbarn rüber auf die Leiter hoch und habe 3 Schwärme, also das waren 3 Teile an einem Ast eingefangen. Hat leider keiner aufgenommen, aber so, das würde ich einfach gern noch mal. Aber gut, ansonsten, wie du sagst, man wiederholt sich dann irgendwann auch nur noch und es geht dann Ja. eigentlich nur noch darum, ja, irgendwie das Ganze so aufrecht zu erhalten, die Abonnenten zu füttern, dass die zufrieden sind und Ja, das ist auch nicht Sinn ob der es dann Sache, aber ne? letztendlich noch einen Mehrwert hat, nee, ja. Und ich hatte ja dann, glücklicherweise gab es dann eine andere Fügung, dass ich das, was ich da schon privat gemacht habe, jetzt zu meinem Job machen konnte. Das ist die perfekte Und Überleitung. perfekte Überleitung, ne? Genau, Ich da gab es jemanden, die biete haben dir jemanden an. gesucht, der Videos macht und Ja, da in gab der es Öffentlichkeit stehen tatsächlich möchte. jemanden, der meine Videos gesehen hat und sich gedacht hat, sowas brauchen wir in Celle. Und daraufhin wurde die Stelle ausgeschrieben. Es hat aber keiner daran geglaubt, dass ausgerechnet ich mich darauf bewerbe. Also das war wirklich glücklicher Zufall. Wir waren ja eigentlich noch im Süden und nö, ich hab das gesehen, habe erst gedacht, Bienenzuchtberater, das ist auch so ein altmodisches Wort, ne? Also es Ja. hat ja so mit Zucht, natürlich braten wir auch
zur Zucht und Zelle macht auch Zucht, ja, logisch. Aber ich berate, also ich bin kein Bienenzuchtberater, ne? Es geht einfach um die Imkerei allgemein. Ja. In anderen Bundesländern heißt es Imkerfachberater. Also da mit so einem Begriff kann ich einfach mehr anfangen. Ja, bisschen altmodisch, überholt, aber gut. Ja, so genau, so bin ich in Celle gelandet, jetzt als Bienenzuchtberaterin. In Und Norddeutschland, ja. in Norddeutschland, ja, Niedersachsen. Und genau. du hast, also du hast da, hast dich beworben, wurdest angenommen. Ich hatte die Pressemitteilung damals gesehen und im Newsletter wurde das irgendwie mal erwähnt, dass du jetzt das Team unterstützt und dass du, ich habe es mir aufgeschrieben, dass du in Zukunft Lehrvideos für Zelle machen sollst, die größtenteils von dir kommen sollen. So stand das drin, ja. Stand da Okay. drinne. Also, Interessant. Ja, doch, so ist der Plan. Also wir wollen einfach ja. das klassische Beratungsangebot ergänzen. Dazu kam dann noch die Pandemie. Das ist jetzt sowieso up to date. Und ja, also unter anderem werde ich das machen. Jetzt momentan mache ich auch klassische Beratung, weil noch ja, juristische Steine aus dem Weg räumt werden. Man kann als Behörde nicht jetzt einfach einen YouTube-Kanal starten. Ich musste erstmal ein Social-Media-Konzept erstellen und ach, es war wirklich sehr anstrengend die letzten Wochen beziehungsweise Monate eigentlich schon. Also seit meinem Beginn mache ich nichts anderes, als auf diesen YouTube-Kanal hinzuarbeiten, den wir jetzt hoffentlich bald bekommen. Ah, das glaube ich. Aber doch, es wird auf jeden Fall einen Zelle-YouTube-Kanal geben, das darf ich hier ruhig sagen, ruhig schon mal Werbung machen. Und überwiegend werden die Videos auch von mir produziert werden, aber ich möchte nicht das Gesicht von Zelle werden oder das Gesicht von Davis letztendlich. Wir wollen auch Wissenschaftler interviewen, Experten. Ich möchte auch einfach so den Imkern dort in Celle über die Schulter gucken, so dass ich filme, was die machen. Und natürlich auch meine Kollegen, die anderen Bienenzuchtberater, die es gibt. Und jeder soll da erscheinen. Ach cool. Also ich habe wirklich nicht die Absicht, mich da irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken. Nee, das nicht. Ja, Ja, ist ja doch, gut, jemand. das ist eine coole Sache und das ist wirklich so, also letztendlich Traumjob. Hätte so nicht besser treffen können. Ja. Cool, ne? Genau. Mit Bienen irgendwann mal Geld zu verdienen, ohne dass du die harte Schule als Vollerwerbsimker irgendwie durchmachen musst. War das mal eine Ja. Option für dich? Also hast du mal überlegt? Vollerwerbsimker ist schon eine Hausnummer. Nee. Also ich habe jetzt so für die Zukunft möchte ich gerne. Das Ganze, also wir haben es gerade jetzt eher reduziert, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das eher wieder ein bisschen mehr auszubauen. Also ich stelle mir so vor, in Richtung Schauimkerei sowas noch zu machen, so für Kinder, für Touristen, aber so wirklich davon, also so ein bisschen das kleiner zu halten, natürlich auch Geld zu verdienen, aber eben auf einem anderen Wege, nicht jetzt Ja, über ja. möglichst viel Absatz mit Honig oder so. Es Ja. ist auch nicht einfach, ne? Ich habe ja durch den Kanal mit vielen Berufsimkern irgendwie telefonieren wir gelegentlich und Ja. es haben alle nicht leicht, ne? Also die in Fässern abgegeben haben, die letzten Jahre haben Probleme mit dem Preis. Die in Gläsern abgegeben haben, wünschten sich vielleicht, dass sie einen guten Preis in Fässern kriegen würden, weil alle Märkte ausgefallen sind und da eine große Einnahmequelle wegbricht. Ja. Ich war letztens in Dänemark und habe mit Ivan Nielsen von Danish Backfast, hatte die Chance, da mit ihm ein bisschen zu quatschen und habe seinen Betrieb mir angeguckt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er sagte, auch in Dänemark, du brauchst ein zweites Standbein. Du kannst nicht mehr nur vom Honig leben. Ja, bei ihm sind es jetzt Königinnen und so, aber es ist einfach, ist alles nicht so leicht. Also deswegen sagte ich, es ist glaube ich,
eine harte Schule, wenn man da irgendwie was machen möchte. Aber Schauimkerei Definitiv. so, ja, klingt Ja, cool. also wenn man das so ein bisschen anders aufzieht, ne? Ich bin derzeit sehr froh um meinen festen Job im öffentlichen Dienst, den möchte ich nicht missen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze so in Selbstständigkeit auszuprobieren, dann Kurse anbieten, Workshops und eben so ein bisschen mit Tourismus kann man hier im Harz zumindest Geld verdienen, habe ich gehört. Ja. Und so Schauimkerei. Aber Ja. das sind so Spielereien, ja. Muss Ja, man aber sich ist schön. überlegen, was Aber da ist noch auch cool, kommt. so Gedanken. Eine Zwischenfrage, die auf meinem Schmierzettel steht. Ja. Schauimkerei, Kinder, deine Videos. Was für Königin hast du, dass du da so großenteils ohne Schleier rangehen kannst? Ja, also wir gehen auf keine Belegstelle, wir machen reine Standbegattung, wir ziehen selber nach, wir haben eine Landrasse, also ich kannte da nicht sagen, da ist alles drin, ne? Okay. Nee, also Verrückt. wir haben unsere Quellen, sagen wir so. Wir holen uns schon immer mal wieder frisches Blut rein. Wir hatten auch aus Celle eine Linie, mit der wir sehr zufrieden waren. Wir hatten auch eben einen sehr guten Imkerkollegen von meinem Mann, wo wir Königin bezogen haben. Die hatten einen Backfass-Ursprung. Den hat man auch noch gesehen. Also ja. Und ansonsten die Varroa-sensitive Linie hatten wir auch aus Kirchhain. Ja. Ja, und irgendwie so. Aber Und dann. letztendlich, also jetzt ist mittlerweile ist das eine Landrasse, kann ich nicht anders sagen. Und wir gucken natürlich, also das ist uns halt einfach das Wichtigste, dass die auf ihrer Wabe bleiben. Oh, die müssen schön ruhig sein und die sollen nicht stechen. Und ja, die ziehen wir dann auch nach. Und die waren bisher auch sehr schwarmträge. Also das ist so das Zweite, was wir uns wünschen. Bisher. Friedfertig. Ja, bisher. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Genau. dass wir die letzten Jahre wirklich keinen einzigen Schwarm hatten, bis wir dann mit unseren Völkern, also wir sind nur mit einem Teil der Völker in den Harz gezogen sind. Und ja, also irgendwas ist da schiefgelaufen. Aber da stand der Fehler auch hinterm Kasten. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass so viel Rapshonig auf einmal reinkommt. Und das kannten wir einfach so von dem Standort davor noch nicht. Ja, Und ja. haben vielleicht den zweiten Honigraum zu spät aufgesetzt und hatten dann mitunter ein bisschen Probleme mit Schwärmen. Aber das war schön. So haben wir die Nachbarn gleich kennengelernt, als wir hergezogen sind. Und haben uns gleich mal einen Namen gemacht hier im Ort. Ja, aber jetzt haben wir das auch wieder im Griff. Und nee, Ja. es hatte ja auch was Faszinierendes, ja, so ein Schwarm. Ja. Auch mal Ja, schön. wir hatten da mal drüber geschrieben, ne? Also ich habe das schon von vielen Leuten gehört, mit denen ich auch hier gesprochen habe, die gesagt haben, diese Beurteilung von Königin, Süddeutschland, Norddeutschland ist immer ein bisschen schwierig. Wenn du absolute Bienen auf Waldtracht züchtest, die Schwarmträge sind und die angepriesen werden als meine Bienen schwärmen nicht, und dann holst du die und hast ab April hast du hier Vollgras-Pollen, dass die alles, ne, dass da im Überfluss Pollen vorhanden ist, dann reagieren da die Bienen aus Süddeutschland im Norden manchmal ein bisschen anders drauf. Und auch Paul Jungels hatte das in seinem Buch geschrieben und das hatte ich irgendwie gepostet. Daraufhin sagtest du, Genau, ja, ich wusste das ja vorher nicht. Hätte mir vielleicht auch mal jemand sagen können, ne? ja. Fand ich wirklich interessant, weil wir hatten ja Geschwisterköniginnen noch in Stuttgart im Süden und die sind eben nicht geschwärmt in dem Jahr. Also das hatte wirklich, da kam einfach auf die Trachtsituation hier an und Ja. fand ich total faszinierend. Hat man Na wieder was ja, gelernt von den wollte gerade Bienen. sagen, und ein paar mehr Ja. Völker, ne? Dann. Ja, doch. Jetzt bist du in Celle angekommen und dann wurde auch ziemlich kurz nach dir dann, irgendwie ein Jahr oder so nach dir, ist dann Kirsten Trainer als Ja. Institutsleiterin dazugekommen. Und jetzt,
Hat man so das Gefühl, dass das Institut verjüngt sich langsam? Ist das so? Das sieht das nur von außen stehend so aus, weil, wie du schon sagtest, haben sich wahrscheinlich noch 5 Imkermeister auf deine Stelle beworben. Aber man hat dich genommen. Und bei Kirsten Ja. Trainer hat sich wahrscheinlich auch noch 10 Leute auf die Institutsleitung beworben, aber. Also es haben sich mehr beworben, aber wurden 5 eingeladen. Also auf meine Stelle haben sich auch 30 beworben, aber wurden 5 Wow. eingeladen. Also muss man relativieren, ne? Ja, doch, es findet, kann man ruhig sagen, ein Umbruch statt. Also personell, es wird jetzt auch demnächst nochmal personell was umgebrochen. So. Vorsichtig ausgedrückt, darf ja auch noch nicht so viel verraten. Aber doch, es tut sich da gerade was, aber wir sehen das eher positiv. Es ist jetzt so, dass auch ja viele auch in Rente gehen oder so und ja, neue Leute eingestellt werden, auch jetzt eben Leute vielleicht mit anderen Sichtweisen und ja. Es ist jetzt momentan natürlich der Übergang noch sehr schwierig. Werner von der Uhr war 20 Jahre lang Leiter. Und Kirsten hat es nicht sehr einfach, so einen Posten erstmal weiterzuführen. Ne? Die musste von null anfangen. Die kam aus den USA hierher. Und ja, aber ich bin super happy, sie zu haben. Sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Chefin und Person und habe in ihr auch eine Unterstützerin gefunden und daher möchte ich sie nicht missen und wir sehen das Ganze als Chance, Cool. dass wir uns jetzt neu aufstellen können und auch Dinge ändern können, die falsch gelaufen sind. Da war ich ja jetzt nicht so beteiligt, aber mir wurde das ein oder andere zugetragen und ja, genau. Ach, schön. Ah, das klingt doch gut. Das ist, Doch. das freut mich. Also ich sagte ja schon, du bist ja hast ja die klassische Hohenheimer Betriebsweise. Und ich habe zum Beispiel mal die Chance gehabt, mit Guido Eich mal einen Vortrag live noch vor Corona zu erleben, der ja nun auch viel geschrieben hat über einräumige Betriebsweise. Wie gab es da eine Umstellung für dich, irgendeine Vorbehalt gegenüber Plastikkisten oder wie ist der Unterschied, wenn man von den falzlosen Holzkisten zu den mit Falz Plastikkisten nach Norddeutschland kommt? Also, ich hatte jetzt tatsächlich noch keinen Kontakt mit denen. Stimmt, du warst wahrscheinlich noch nicht so oft vor Ort, ne? Ich war noch nicht so oft vor Ort. Ich war Ja. pandemiebedingt jetzt überwiegend auch im Homeoffice. Aber ich habe mir vorher natürlich schon die Frage gestellt, oh, jetzt kommst du da aus dem Süden und sollst jetzt da Imker beraten und hast ja eine komplett andere Betriebsweise so, ne? Ja. Aber so sehen wir das gar nicht. Also wir sehen das Ganze gar nicht so engstirnig. Ja, Werner von der Uhr hat bei meinem Vorstellungsgespräch gesagt, es ist mir ganz egal, welche Betriebsweise, Hauptsache es ist irgendeine. Ja. Also Hauptsache hat irgendwie Hand irgendeine und gute Fuß, ne? imkerliche Praxis und welche Beute du letztendlich hast, welche Biene du letztendlich hast, wie du was machst. Also ich bin jetzt auch nicht hier voll eingefahren hier auf Hohenheimer Betriebsweise. Also ich gucke mir schon was an, was ich übernehme, was ich nicht übernehme, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Und so kann man das ein bisschen modulieren. Ja. Und aber letztendlich, es gab mal jemanden, also habe ich jetzt kürzlich gehört von meinem direkten Vorgesetzten, der gesagt hat, er könnte jetzt nicht an der Segeberger Beute was demonstrieren, weil er gar nicht weiß, wie das funktioniert. Es ist doch kein großer Unterschied da. Also du Nein, machst nein, das nein. Volk auf und es ist doch sowieso alles gleich. Also ja, nee, da fehlt mir noch die Erfahrung. Ich fange ganz von vorne an. Ich muss auch selbst noch Erfahrungen sammeln. Ich möchte mich auch weiterhin immer noch mehr fortbilden und mehr im Austausch stehen, im Dialog und über den Tellerrand hinwegschauen. Und ja, aber ich sehe da jetzt keine Hürde wegen der Betriebsweise. Es gab ja auch Nein. dieses Betriebsweisen.
im Vergleich. Und da hat die Hohenheimer Betriebsweise ja besser abgeschnitten, wird ja immer gerne von Pia Aumeier. Habe ich noch nie gehört, nein. Hast du noch nie gehört, ne? Nein, noch nie gehört. Das ist auch so ein Ding. Ich stelle mich da jetzt auch nicht so hin und sage, hey, das ist es jetzt, das müssen jetzt alle in Deutschland so machen. Nee, also das wollen wir nicht. Es ist auch Kirsten, muss ich auch ehrlich sagen, sehr wichtig, dass wir so ein bisschen alle Beutensysteme auch mal ansprechen. Also wir wollen jetzt auch nicht in den Videos nur mit den Segeberger Beuten arbeiten, sondern wir werden auch Hohenheimer Betriebsweise auf Zander zeigen, aber auch so auch mal andere Ja. Betriebsweisen oder Beutensysteme, um so ein bisschen eben Variation reinzubringen, um zu zeigen, wir sind breit aufgestellt, wir wollen auch alle Imker erreichen und uns jetzt nicht so auf die eine Weise festfahren. Cool. Ah, das klingt gut. Bin ich gespannt, wie er das da macht. Was, Ja, ich auch. ja, wie muss ich mir dein. Also Imkerberatungsdienst, sagtest du schon, ist irgendwie das falsche Wort. Ja. Aber wie stelle ich mir das vor? Also du machst, klar, du bereitest dann Sachen vor und für dich, dann machst du jetzt die Videos und die Social Media Sachen und planst das Ja. alles und sorgst dafür, dass das irgendjemand nachher macht. Aber auch in Kombination mit den anderen Fachberatern, stehen die eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung Ja, als natürlich. das wollte ich gerade, kann man die eigentlich anrufen? Kann man die in E-Mails schreiben mit Natürlich, genau Fragen? dafür sind wir da. Ja. Genau das ist es. Also jetzt momentan bekomme ich Anrufe, seit ich ein Diensthandy habe und auch viel E-Mails von ganz normalen Imkern oder Imkerinnen, die mich einfach anschreiben. Also Ja. die können in Niedersachsen sitzen, die können aber auch ganz woanders sitzen. Die können den Zeller Infobrief abonniert haben und sind dann da irgendwie auf eine Frage gestoßen, die sie beschäftigt und Ja. kontaktieren mich oder meine Kollegen. Genau, dafür sind wir da. Cool. Also wir machen auch Schulungen, natürlich machen wir auch Multiplikatoren-Schulungen, aber wir machen in Zell ja auch Anfängerkurse, wo sich jeder anmelden kann. Und was ich hier auch nochmal sagen will, ich hatte jetzt heute ein Meeting mit der AFI. Das ist auch überhaupt nicht so bekannt. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft von den deutschen Imkerfachberatern, beziehungsweise den deutschsprachigen Imkerfachberatern. Die Homepage können wir gerne auch hier einblenden. Da hatten wir heute ein Meeting. Da sind dann auch Leute aus Österreich und Schweiz dabei und wir treffen uns regelmäßig online, um uns auszutauschen über Probleme, die in der Imkerei oder in der Beratung. Es gibt immer mal wieder Sachen, dass man eine Anfrage reinbekommt von dem Imker, man kann sie einfach nicht beantworten, man weiß es einfach nicht. Und dann stellt man die erstmal in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft und dann bekommt man da unheimlich viel Feedback und Unterstützung. Also es dient auch erstmal den Beratern als Unterstützung, aber es können sich natürlich auch Imker an diese Arbeitsgemeinschaft wenden. Ja, und wir haben einmal im Jahr eine fünftägige Tagung, wo dann auch Vorträge gehalten werden und noch mehr Austausch stattfindet. Ja, das war heute irgendwie auch Thema, dass mal so ein bisschen mehr publik gemacht werden sollte, was Ja, da so eigentlich schön. dahinter steckt und wer das eigentlich ist. Und ja, ansonsten werden halt auch in Niedersachsen, wenn ein Faulbrut irgendwo auftritt, jetzt überwiegend kommen sie auch so zurecht, dass dann irgendwie es wird dem Veterinäramt das dann schon alles klärt oder ein BSVler, aber da können natürlich auch die Bienenzuchtberater hinzugezogen werden. Und wenn du irgendwie Probleme an deinem Volk hast, denkst, sie sind krank, weiß nicht weiter oder sehen irgendwie komisch aus, mit der Brut stimmt was nicht, rufst du an. Dafür sind dann meine zwei Kollegen, Guido Eich und Ingo Lau, eher zuständig, weil die im Ja. mobilen Beratungsdienst sind. Die zwei kommen dann auch vor Ort und schauen sich das Ganze an, nehmen Proben und nehmen das dann mit ans Institut, da wird das untersucht. Ja, genau, so sieht Cool. das aus. Das ist, ja, ist schön zu Ja. hören, dass es sowas alles gibt, ne? Weiß man eigentlich gar nicht, wie viel Unterstützung man, fachlich gute Ja, also Unterstützung ich man meine, kriegen kann, ne? wir sind ein Kompetenzzentrum. Wir machen
Forschung, Entwicklung, natürlich auch Beratung und entwickeln uns auch immer weiter. Und das, was eben reinkommt, also es werden dann Probleme aufgedeckt in der Imkerei, die werden dann genauer definiert und untersucht. Und das, was man dann rausfindet, wird dann eben im Wissenstransfer dann wieder nach draußen gebracht. Und ich bin gerade eher so in diesem Wissenstransfer, ja, Ja. zuständig. Wo du gerade sagst, ne, wird dann erforscht und wird dann irgendwie in die Basis zurückgebracht. Habt ihr irgendwie eine Meinung oder einen Fahrplan, wie das mit Verdampfen weitergeht, also Oxalsäure verdampfen? Ja, auch Weil das man. war heute Thema Ach, bei dem witzig. Meeting. Also, ja, es ist schwierig, da was zu sagen, ne? Ich meine nur, man hört immer wieder von ganz vielen Leuten, dass die Institute, also die Leute stellen die Institute in die Kritik und sagen, Genau, die ja, müssen doch jetzt, da muss die doch jetzt was Institute sollen kommen. klare Stellung beziehen dazu, das können sie aber nicht. Also das Ganze muss, die Zulassung muss einfach mal in Gang gebracht werden und das geschieht letztendlich dann über ein Unternehmen. Und das ist Ja. jetzt passiert, also Andermatt, doch Andermatt war es, glaube ich, hat das Zulassungsverfahren angestoßen. Und ich rechne damit, dass da in den nächsten Jahren was passiert. Die Ja. Institute sind dann halt auch natürlich dazu da, Dinge unabhängig zu überprüfen in Hinsicht auf Arbeits-, also Anwenderschutz, was ja gerade bei der Oxalsäure-Sublimation immer wieder ein Thema ist. Ja. Ist jetzt gerade das Institut in Kirchhain für zuständig? Nee, nicht in Kirchhain, in Veitshöchheim. Entschuldigung, Okay. Dr. Stefan Berg ist das. Ja, und da wird das Thema Arbeitssicherheit überprüft. Aber wie jetzt auch genau die Zulassungsverfahren sind, da weiß ich jetzt nicht genau Bescheid. Da Nee. müsste ich mich auch noch mal informieren. Nein, nein. Franzi, vielen Dank. Das war ein Ja, ganz toller gerne. Einblick in deinen Beruf, muss man ja schon sagen, in deinen beruflichen Ja. Alltag, in dem, was du machst, in deinen Werdegang. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gebracht, ein bisschen was zu erzählen. Ja, also ich finde dieses Format richtig gut. Ich finde es super, dass ich habe das Gefühl, so gerade eher unsere Generation mehr im Austausch steht, dass sie wirklich auch, dass der Wille da ist, dass man konstruktiv über diese Ja. Dinge spricht. Und ich halte nichts davon, sich dahinzustellen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, immer nur zu sagen, das ist Mist, das muss man so machen. Sehe ich nicht so. Ich finde es sehr wichtig, in Dialog zu treten, seinen Horizont zu erweitern, sich immer wieder auszutauschen, immer wieder zu hinterfragen, ob das, was ich mache, denn so seine Richtigkeit hat. Und daher hat mir das heute sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch was mitgenommen. Und ich hoffe, Cool. ja, dass du oder ihr da draußen noch was dazugelernt habt. Und ja, Dankeschön. Das war, ja, ich danke. Sehr, sehr schöne letzte Worte. Ja. Vielen Dank nochmal und die Zuschauer sehe ich dann bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.